is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. Track one, 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 one. 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 Track one, one, one. So, spannendes Spiel, letzte Sekunde, aber Rückblick erstmal. Wie war eure Reaktion, als ihr erfahren habt, dass ihr wieder gegen Bonn spielt? Ja, jedes Jahr das Gleiche halt. Ja, aber es macht Spaß, gegen Bonn zu spielen. Ja, und wir haben uns gesagt, okay, Weihnachten, Ostern, Silvester gibt es auch jedes Jahr. Spielen wir eben jedes Jahr das Halbfinale gegen Bonn. Macht Spaß. Also nächstes Jahr wieder gegen Bonn? Ja, alle guten Dinge sind dann auch noch drei. Vielleicht nächstes Jahr nicht bis in eine Verlängerung. Aber klar, warum nicht? Ich habe nichts dagegen. Macht Spaß, gegen ihn zu spielen. Wie viel redet man dann halt über so ein Spiel? Wie viel redet man über, was ist letztes Jahr passiert, vor so ein Spiel wie heute? Ja, das Einzige, wo wir darüber gesprochen haben, ist, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wollen wie letztes Jahr. Scheinbar ist das in unseren Köpfen nicht so richtig angekommen. Und ja, wir haben es wieder geschafft, einen Rückstand hinterher zu laufen. Ja, wie jedes Jahr halt. Ja. Same, same. Ja, genau. Ihr lagt lange zurück und bevor der letzte Drittel, was hat man eigentlich in der Kabine gesagt? Ja, wir haben gesagt, dass jetzt endlich was passieren muss, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben dann ja auch umgestellt. Und ja, wir wollten an uns glauben, wollten rausgehen. Und zeigen, eine Reaktion zeigen auf das, was bis jetzt passiert ist. Zeigen, dass wir der Pokalsieger sind, die Mannschaft aus der ersten Liga, die eigentlich hier laut Papier gewinnen müsste. Und ich denke mal, das haben wir dann im letzten Drittel auch gezeigt. Okay, und dann, was passiert denn heute? Ja, Regeneration, ja, also das ist jetzt das Wichtigste. Müssen leichte Blessuren, die vielleicht da sind, auskurieren über Nacht. Vielleicht geht man noch in eine Sauna oder so, halt runterkommen, früh schlafen gehen und sich dann auf morgen ideal vorbereiten. Ja, morgen ist Finale, noch steht der Gegner nicht fest. Was würdest du dir wünschen? Die gleiche Frage hatte ich eben schon mal. Ja, es ist eigentlich egal. Wir müssen den nehmen, der kommt, das ist ganz klar. Aufgrund, dass wir letzte Woche erst gegen Weißenfels gespielt haben, würde ich jetzt erstmal sagen, um ein bisschen für Abwechslung zu wirken, Kaufering. Aber wie gesagt, ist egal, wer kommt. Wir nehmen jeden und probieren, unseren Titel zu verteidigen. Dann erstmal Glückwunsch und viel Erfolg für morgen. Vielen Dank. Dankeschön. Das war ein knappes Spiel. Aber blicken erstmal zurück. Wie war eure Reaktion, als ihr gehört haben, dass ihr wieder gegen Red Devils spielen? Wir haben uns gefreut. Wir kannten den Gegner, wir hatten Lust, uns zu revanchieren. Hat leider nicht geklappt, aber also es war für uns das beste Los eigentlich, was wir kriegen konnten. Wie viel redet man dann halt über letztes Jahr? Wie viel redet man vor so einem Spiel? Wir haben versucht, das Ganze auszublenden. Also letztes Jahr ist nicht gut gelaufen und ja, ähnlich wie dieses Jahr. Aber
ja, wir haben versucht, es auszublenden. Es war ein neues Spiel, es war, stand wieder 0-0 und ja, wir haben alles gegeben. Also. Ihr habt ja auch mit drei Reihen sehr lange gespielt. Eure ihr habt sehr lange mit drei Reihen gespielt. Und die drei Reihen in Elite, alte Leute und junge Leute. Ja. Habt ihr so die ganze Saison gespielt? Und was ist der Gedanke da hinten? Ja, wir haben die komplette Saison spielen wir eigentlich schon so. Unsere erste Reihe, die war letzte Saison auch schon so zusammen und ist eine eingespielte Truppe. Die zweite Reihe, unsere Seniorenreihe sozusagen, ja, die kennen sich von klein auf, spielen jahrelang zusammen. Und unsere dritte Reihe, die kennen sich auch schon jahrelang, aber halt aus der Jugend und wo sie Kleinfeld gespielt haben. Und ja, wir haben versucht, die Reihen so zusammenzustellen. Also die Trainer machen es eher als ich. Ich bin da nicht sehr drin, aber es klappt normalerweise ganz gut. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie habt ihr euch vorbereitet für das Spiel? Ihr habt sehr früh sehr stark gespielt, 5-1. Wie vorbereitet man sich für so ein Spiel? War da überraschend, dass es so einfach ging am Anfang? Ja, wir haben uns nicht besonders auf den Gegner vorbereitet. Im letzten Jahr war unser Problem, dass unsere Kondition am Ende doch extrem weniger wurde. Und wir haben viel Konditionstraining die komplette Saison über schon gemacht. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt dieses Jahr. Dass es wieder so hoch für uns stand, ist auch überraschend für uns gewesen. Also ich habe eigentlich mit einem knapperen Spiel gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass wir gegen Wernigerode wieder so hoch in Führung gehen. Dass wir es dann genauso wieder verspielen, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ja, aber nächstes Jahr machen wir es einfach besser. Also nächstes Jahr ist das Ziel wieder Final Four und dann vielleicht auch hoffentlich nochmal gegen Red Devils? Ja, Final Four natürlich. Also wir spielen den Pokal nicht, um in der ersten Runde rauszufliegen. Also ganz klar ist das Ziel Final Four. Es ist immer ein super Event, die zwei Jahre, die wir jetzt hier waren. Und natürlich wollen wir nächstes Jahr wieder hin. Ob es dann die Red Devils wieder werden, müssen wir sehen. Vielleicht treffen wir auch schon vorher auf sie, aber ja, von mir aus könnte es nochmal sein. Irgendwann müssen wir es ja schaffen. Das ist ja richtig so. Und was passiert heute Abend? Was macht ihr? Ja, jetzt werden wir erstmal runterkommen. Wir spielen beim Nachtturnier heute noch mit. Also wir haben Mannschaften gemeldet. Ja, dann werden wir noch was feiern. Also es ist immer noch ein Grund. Wir haben es ins Halbfinale geschafft. Also es ist für uns mehr, als wir gedacht hätten eigentlich. Und ja, wir werden Spaß haben heute noch. Das wünsche ich euch auch. Ja. Viel Spaß noch heute und super. Vielen Dank für ein großartiges Spiel. Ja, danke. Auch.